So Leute, herzlich willkommen aus der windigen Windehühnerfarm. Scheiße Name gesagt, schlimmer Rotte. Egal, ich bin hier auf einer Farm in Alberta, Teba, Fertilizer auszuladen, also Düngemittel. In diesen zwei Tanks soll ich es reinladen, Druckluft abladen, einfachste was gibt. Einziges Problem, ich muss umhängen, deshalb schauen wir uns das da an. Hier das Ausblasstück, das dazwischen hängt. Wenn der Tank fast voll ist, blase ich die Leitung aus. Abracadabra, hängen sie um und nächsten rein. Das war's eigentlich. Muss ich euch was zeigen, wir sind jetzt den armen Bauern. Erstens einmal, dieser Bauer hat sicher 15 Trucks. Und was ich persönlich geil finde, ich weiß gar nicht den Namen, aber es sind diese Fahrzeuge hier. Schaut geil aus. Wie gesagt, sieht man auch bei uns zu Hause. Winter ein paar herumfahren. Und ja, gibt sicher zum Dazukaufen. Es ist nicht so viel. Schaut nicht so aus, wie ein großer Aufwand hier. Okay. Ich muss aber einen Druck kontrollieren, weil ein bisschen wenig Druck noch und das muss schon weiter. Das Produkt. Jawohl, sieht man schon einen schönen Unterschied. Da bin ich gestartet, also mit diesem Tank. Da ist er. Also, fangen wir an. Hängen wir um. Da sieht man, wo ich gestartet bin. Zumindest bei dem einen Tank. Beim zweiten sieht man es auch, wie leer er ist. Dann hängen wir um. Da fahren wir wieder runter nach Washington State, USA und holen gleich noch eine Fuhr rauf. Geilste Arbeit, was es gibt, Leute. Geilste Arbeit. Ganz wichtig, ich muss jetzt sagen, ich bin hier auf einer Rot. Da hat es einen YouTuber gegeben von der Insel, der hat das so betont, er ist auf einer Rot. Ich weiß gar nicht, ob er es erklärt hat in seinem Video, weil es mir nebenbei entwickelt hat, wie sich meine Frau das angeschaut hat. Die Rot heißt die ganze wie Range Rot und ist eigentlich im Großen und Ganzen eine Nebenstraße, die meistens von der Hauptstraße weggeht, von Highway. Also eine Rot ist eine Range-Rot. Hoffe, das wird jetzt aufgeklärt. Bis später. Ah ja, da bin ich jetzt nochmal. Manche brauchen eben für diese Rot einen Anruf, dass sie dort hingeleitet werden, weil sie nicht hinfinden, weil die sind meistens ein bisschen abgelegen liegen. Und auch die Farmen, die ich hier befahre, da ist im Umkreis, weiß nicht, ob man da schaut, nach hinten. Seht ihr das? Da ist nichts. Ich brauche aber nicht anrufen. Hey, kannst du mir sagen, wo ist denn die Ableiteadresse? Sondern das liegt an der Vorbereitung. Ich schaue bei Google Maps rein oder Navi oder Internet und dann findet man die Ableitestelle. Ohne Begleitperson. Also, schöne Grüße von der Rot. Wie man sieht, nicht ganz 10 PSI, wie es gehört hat, also nicht ganz 10 PSI. Ja, es hat ja schon ein paar Wahnsinnige gegeben, die da probiert haben, den Deckel da aufzumachen. War bei Gartner in Krems, der hat es auch gemacht, probiert. Die Schraube hat nachgegeben, hat den Deckel aufgeblasen, er ist runtergefallen und war tot. Ja, wie gesagt, ein bisschen Hirn sollte man schauen beim Arbeiten, ist also so traurig das auch ist. Ja, und hier vom Dach der Welt gehen wir da rüber. Ja. Sieht der Wetter auf da hinten. Hoffentlich werde ich noch fertig, sonst mache ich einfach eine Pause und warte das Wetter ab. Es gibt einen Spruch in Kanada: Gefällt dir das Wetter nicht, wartest du eine Stunde oder zwei, dann ist es wieder schöner.
Meter. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie da der Wind bläst. Vielleicht ein bisschen. Bin halbwegs fertig bis jetzt wieder. Wie gesagt, jetzt geht es wieder runter nach Washington und dann ziehe ich noch mal eine rauf. Da irgendwo nach Alberta. Ich weiß noch gar nicht wohin, muss ich mir suchen. Bis zum nächsten Video, pfiat euch.